Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Thema Zukunft der Arbeit, Arbeit der Zukunft, habe ich das mal genannt. Und es passiert schon eine ganze Menge. Sie haben gerade ein paar Zahlen genannt. Vielen Dank dafür. Und ich würde dann gleich, wenn wir schon mal bei den Zahlen sind, vielleicht noch einen draufsetzen. Wir erwarten, dass bis 2035 11 Millionen Menschen das Arbeitsleben verlassen, um in Rente zu gehen. Und das ist das Szenario, wenn die meisten von denen tatsächlich bis zum Renteneintrittsalter arbeiten. Sollte es dazu kommen, dass diejenigen, die wir als Babyboomer bezeichnen, früher in Rente gehen, zumindest einige von denen, dann geistert auch die 13 Millionen sozusagen durch die Welt. Also lassen Sie uns einfach mal die 11 Millionen nehmen. Das sind bezogen auf die derzeitigen Erwerbstätigen circa 25%. Das heißt, ein Viertel werden in den nächsten 12 Jahren gehen. Und den Höhepunkt werden Sie mengenmäßig haben im Jahre 2027, wenn tatsächlich im Netto 725.000 Menschen das Arbeitsleben verlassen werden. Das ist der Höhepunkt. Aber die Jahre davor und vor allen Dingen die Jahre danach werden nicht nennenswert kleiner sein. So, und das muss man ganz klar sagen, wenn Sie sich jetzt die Altersstruktur anschauen Ihrer Verwaltungen, dann würde ich im Moment gerade tatsächlich folgende These sagen, dass Sie wahrscheinlich prozentual bezogen an Ihrer Belegschaft wahrscheinlich einen höheren Anteil haben werden. Dadurch, dass das Durchschnittsalter in den Verwaltungen, in den kommunalen Verwaltungen gewöhnlicherweise immer ein klein wenig höher ist als der Rest des Arbeitsmarktes. Und wenn ich das als Grundthese nehme, dann würde ich mal sagen, kann das durchaus sein, dass Sie auch 30 bis 35% haben in den nächsten 12 Jahren, dass dann quasi die Belegschaft wirklich nicht schrumpft, das wird nicht passieren. Aber sie wird tatsächlich, wir haben sozusagen, wir nennen das ein Klumpenrisiko. Das heißt, der Klumpen der Alten ist dann irgendwann 35 durch. Die Herausforderung ist allerdings nicht nur dieser Wechsel, der stattfindet, sondern die Herausforderung ist vor allen Dingen, dass wir in der Pipeline auf der jüngeren Seite leider nur 60% haben. Das heißt, uns fehlen 40%. Das sind bezogen auf 11 Millionen ungefähr 4,5 Millionen, die einfach nicht da sind auf der jüngeren Seite. Und da müssen wir einfach kreativ sein. Da müssen wir innovativ sein. Und wir alle wissen das eigentlich schon sehr lange. Das ist kein Thema, was jetzt erst seit gestern auf der Agenda ist. Auch wenn wir das Gefühl haben als Gesellschaft, alle gemeinsam, dass wir es erst so richtig realisiert haben diesen Sommer. Als der Koffer stehen geblieben ist, der Zug nicht gefahren ist, im Hotel tatsächlich die Wäsche nicht gemacht worden ist, die Zimmer quasi nur alle 3 bis 4 Tage gemacht wurden und die Hotelbar um 19 Uhr geschlossen hat wegen Personalmangel. Oder wenn Sie mit dem Zug gestern angereist sind, dann hat bestimmt der ein oder andere von Ihnen folgendes Erlebnis gehabt, dass die Durchsage am Bahnhof kam, dass der Zug nicht kommt aufgrund von Personalmangel. Das ist Status quo und es wird nicht besser. Das heißt, dass wir quasi gerade erleben, ist die Ouvertüre. Und die Frage ist dann, und die Frage muss uns einfach beschäftigen, wie gestalten wir Arbeit in den nächsten Jahren, vor dem Hintergrund der Megatrends, aber auch der disruptiven Entwicklung, die wir da haben, plus dieser Entwicklung, die demografiebezogen ist. Wie gestalten wir attraktiv Arbeit? Und im Kontext von Kommune haben Sie 2 Blickrichtungen. Die eine ist nach innen gerichtet. Wie sind Sie als Arbeitgeber und Arbeitgeberin aufgestellt? Und die andere ist, Sie sind auch verantwortlich für die Rahmenbedingungen innerhalb einer Kommune. Und das hat natürlich auch einen Bezug zur Arbeit, zur Arbeitswelt. Das hat auch etwas mit Standortattraktivität zu tun, das dann übrigens wieder nach innen wirkt. Also es sind ganz, ganz viele Wechselwirkungen zwischen einer Innen- und einer Außensicht. Und das haben Kommunen auf der Agenda für die nächsten Jahre. Und wenn wir mal reingehen, dann habe ich als erste Grundthese genannt, Veränderung ist ein Normalzustand. Wir befinden uns in einem immerwährenden Veränderungsprozess. Und dieser immerwährende Veränderungsprozess hat gleichzeitig eine unglaubliche Transformationsvielfalt. Und Transformation ist ein bisschen anders als Change. Viele von uns sind vertraut, wenn es um das Thema des Managen von Veränderungen und das Steuern und das Gestalten von Veränderungen betrifft, dann nehmen wir sehr gerne den Begriff des Change Managements in den Mund. Das, was uns in den nächsten Jahren erwartet, ist deutlich mehr als Change. Change bedeutet in der Grunddefinition, dass Sie einen Anfang und ein Ende haben. Also Sie haben eine Vorstellung, wie der Prozess beginnt, diese Veränderung, und haben irgendwie schon auch so eine Idee, wie das Big Picture aussehen könnte, also das Bild, wohin will man. Und dementsprechend können Sie einen Rahmen gestalten mit einem Anfang und mit einem Endpunkt und können die Instrumente des Change Management zum Einsatz bringen.
Die da laufen zum Beispiel eine Strategieanalyse, eine Zielplanung, eine Aufgabenplanung, eine Zeitplanung, eine Meilensteinplanung, ein Finanzierungskonzept, ein Implementierungskonzept, ein Kommunikationskonzept, ein Organisationskonzept. Das sind ja alle, das sind ja die Dinger, die man so in diesem Werkzeugkasten hat. Das, was wir jetzt haben, ist, dass wir einen Veränderungsprozess haben mit einem Beginn. Aber wir haben keine Ahnung, wie das endet. Sie haben gestern einen Vortrag über Digitalisierung gehört. Wir haben natürlich schon ganz bestimmte Szenarien, wie Digitalisierung aussehen könnte. Aber morgen kann in irgendeiner Garage irgendwas entwickelt werden. Und angesichts der Vernetzung, nicht zuletzt aufgrund der Virtualisierung, mit der wir auch vieles gestalten und auch in Austauschprozesse gehen, Wissen teilen, Informationen teilen, kann das morgen schon wieder eine ganz andere Ausrichtung haben. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie das Digitalisierungsszenario für die nächsten 10 Jahre aussieht. Wer auch immer das behauptet, der hat nicht diese Art von Vernetzung im Blick. Wissen Sie, es gibt ein wunderbares Beispiel, was es bedeutet, wenn man Schwarmintelligenz wirklich, wirklich gut spielt und wie viel Dynamik da drin ist. Die Entwicklung des Impfstoffes. Wir haben im März 2020 vor dem Nichts gestanden. Und ein Jahr später hatten wir einen Impfstoff. Und wenn Sie sich grundsätzlich die Geschichte von der Entwicklung von Medikamenten oder Impfstoffen anschauen, dann dauerte das immer mindestens 10 Jahre, mindestens. Eigentlich habe ich immer schon am Anfang der Pandemie gehört, 15 Jahre. Da habe ich gedacht, naja, das wird ja mal nett werden. Ein Jahr hat es gedauert. Und es ist eine Erfolgsgeschichte von Teilen, von Vernetzen und Teilen. Aber wir haben so viele unterschiedliche Richtungen eingeschlagen, wenn Sie das mal so ein bisschen verfolgt haben. Und das ist eigentlich auch das Thema. Veränderung ist ein Normalzustand. Und das nennen wir Transformation. Wie stärken Sie Menschen in dieser Welt? Und das ist erstmal eine grundsätzliche gesellschaftspolitische Frage. Das hat jetzt erstmal mit dem Arbeitgeber und der Arbeitgeberin nichts zu tun. Wie stärken wir Menschen? Wie geben wir ihnen Orientierung in einer Welt, die sich beständig verändert? Und das mit einer steigenden Geschwindigkeit. Das Ausmaß der Veränderung auch größer wird. Transformationen, also Veränderung im Sinne der Transformation, ist immer mit Ungewissheit und Unsicherheit verbunden. Der Umgang mit Unsicherheit und Ungewissheit braucht immer auch Orientierung. Aber Orientierung kann ich Ihnen nicht mehr in den harten Fakten geben. Die sind nämlich einer permanenten Veränderung unterworfen. Was ist das Beständige? Was gilt es zu bewahren, wenn sich alles verändert? Und das sind, ich hörte es gerade, Haltung, das sind die Soft Facts. Das sind Werte. Daran und auch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Was sind unsere Leitplanken? Mit der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Was wir für gut und für richtig halten. Und das ist etwas zutiefst Werteorientiertes. Das ist etwas Normatives. Und das ist, glaube ich, auch die Leitplanke und der Leitfaden und der rote Faden in dieser Transformation. Und wenn Sie sich das mal anschauen, dann haben wir jetzt von diesen großen Transformationsblöcken, sozusagen diese Langläufer, die wir nennen, ne? Da haben wir das Thema ökonomische Transformation, ökologische Transformation und das Thema digitale Transformation. Dahinter sehen Sie noch andere Megatrends. Das Ganze wird eingerahmt durch eine demografische und das ist der Demografie sagen wir übrigens zwar auch Transformation, weil es hört sich so nett an, aber eigentlich ist es tatsächlich ein Change-Prozess, weil Demografie können Sie vorhersagen. Also das kann man wirklich tatsächlich sagen. Es wird eingerahmt durch diese große demografische Herausforderung kombiniert. Und das ist etwas, was sich in den letzten 3 Jahren wirklich vehement entwickelt hat. Das sind die sogenannten Disruptionen. Und Disruptionen sind Entwicklungen, die von jetzt auf gleich kommen. Die Corona-Pandemie war eine solche Disruption. Ja, dass die geopolitische Krise, also der Ukraine-Krieg, war eine solche Disruption. Die daraus entwickelte Energiekrise ist etwas. Das damit verbundene Inflationsrisiko, was wir im Moment haben, ist ebenfalls disruptiv. Cyber, hätte ich jetzt gesagt, okay, ist grundsätzlich vielleicht nicht unbedingt disruptiv, weil es mit Digitalisierung einhergeht, aber in der Kombination mit Krieg, Energie, Inflation, ökonomischen Themen ist es jetzt auch wieder eine Disruption. Wir haben ganz, ganz viele Disruptionen. Und das ist etwas, wie kann man Menschen stärken in einer solchen Welt? Und das ist übrigens auch, wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, eine der zentralsten Faktoren der Attraktivität eines Arbeitgebers und einer Arbeitgeberin, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch in diesem Falle zu begleiten und zu stärken, ihnen Orientierung zu geben. Und wir gerade, ich gehöre ja auch zum öffentlichen Sektor, wir gerade im öffentlichen Dienst können das alleine durch die Tatsache, dass wir ihnen Sicherheit am Arbeitsplatz bieten. Das ist ein wirklicher Wert an sich.
Und das sollten wir uns immer vor Augen führen. Wir haben sozusagen nicht immer so sagen, auch wir können nicht viel Geld zahlen. Wir können etwas anderes geben. Orientierung und Sicherheit. Und wenn wir nach innen schauen, also für uns selbst reinschauen, Gestaltung quasi der Umgebungen, Gestaltung des Standortes, für Lebensqualität zu sorgen, das ist Purpose. Das ist Sinnhaftigkeit. Ich glaube ganz ernsthaft, wenn man das mal so betrachtet, hat das für mich eine höhere Sinnhaftigkeit, als eine Colaflasche zu verkaufen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen provokant, Sie mögen mir das verzeihen. Wenn ich Disruption früher erklärt habe, also wenn ich meinen Studierenden Disruption erklärt habe, dann habe ich immer die Digitalisierung genommen. Da habe ich immer gesagt, wisst ihr, die Digitalisierung, das ist eine disruptive Entwicklung. Dann haben die zu mir gesagt, nee, Frau Rump, das ist ein Megatrend. Dann habe ich gesagt, nee, das ist eine Disruption. Dann haben die gesagt, definieren Sie Disruption. Dann habe ich gesagt, passt auf, wir nehmen mal euer Smartphone. Von der Entwicklung dieses Gerätes bis zu diesem Moment, wo dieses Gerät quasi in jeder Ritze unserer Gesellschaft angekommen ist, hat das maximal 10 Jahre gedauert. Das ist disruptiv. Dann habe ich so in völlig, Dann habe ich gedacht, okay, da musst du das mal anders. Dann habe ich gedacht, okay, alles klar. Anderer Weg. Habe ich gesagt, pass auf, erste industrielle Revolution. Ihr erinnert euch, Geschichtsbuch, erste industrielle Revolution, mechanischer Webstuhl, Dampfmaschine kombiniert mit Elektrizität. Bis das überall in der Gesellschaft angekommen ist, hat das 100 Jahre gedauert. Ich meine, 10 Jahre ist dann disruptiv. Dann habe ich gedacht, dann habe ich so gemerkt, ja, ein paar kriege ich. Dann hat einer sich gemeldet, hat gesagt, passen Sie mal auf, Frau Rump, wir sind 20. Wenn Sie von Disruption von 10 Jahren reden, dann ist das die Hälfte unseres Lebens. Dann habe ich so gedacht, okay, das ist ein Argument. Jetzt kann ich Disruption erklären. Ich sage einfach, erinnert euch an März 2020. Das ist disruptiv. So, und in dieser Welt, in dieser Gemengelage bewegen wir uns. Das ist sozusagen das Erste an Rahmenbedingungen. Wir hatten ja gerade schon gehört, externe Faktoren bringen Systeme in Bewegung. Da bin ich absolut davon überzeugt. Und das, was Sie gerade gesehen haben, die bringen wirklich Institutionen, Systeme und Menschen in Bewegung. Das Zweite, was Menschen, Institutionen und Systeme in Bewegung bringt, wenn es um die neue Normalität geht, ist das Thema, wir nennen das die sogenannten limitierten Faktoren, Sie können es auch als das knappe Gut bezeichnen. Und wir haben 3 davon. Und Sie werden ein Lied davon singen. Eingeschränkte finanzielle Möglichkeiten, oder? Ich meine, selbst wenn wir als Kommune oder auch als Institutionen, die hier im Raum vertreten sind, die 10 Jahre der ökonomischen Party schon genossen haben. Ne? Das war zwischen 2010 und 2019. Ne? Das war schon sowas wie eine ökonomische Party. Ne? Eigentlich kam immer das Geld ganz gut rein, ne? So nachdem und die Steuern flossen als solches. Man hatte da noch Geld für da ein Projekt und da konnte man was machen. Ach, da hatten wir noch eine Initiative, das finde ich auch nicht schlecht. Und das tut den Menschen auch noch gut, das machen wir auch noch. Das ist vorbei. Wir haben 2 unterschiedliche Entwicklungen, die massiv dazu beitragen, dass einfach im Portemonnaie, in der Kasse, einfach weniger Geld ist. Das ist der Versuch, diese Gesellschaft und diese Volkswirtschaft während der Pandemie in Balance zu halten. Und das ist zweitens die Gesellschaft und auch die Volkswirtschaft während des Krieges und den damit verbundenen Effekten und Konsequenzen im Gleichgewicht zu halten. Ich reise viel. Ich bin auch in vielen anderen Ländern. Und wenn ich mir überlege, wie andere Länder damit umgehen, dass sie es teilweise gar nicht können, weil sie das einfach die Möglichkeiten nicht haben, was dort gerade gesellschaftspolitisch abgeht, was da auch menschlich abgeht. Und ich komme zurück nach Hause, dann denke ich mir, so schlecht machen wir unseren Job hier nicht. Und das muss man, glaube ich, auch mal ganz klar zum Thema machen. Aber das bedeutet, dass wir natürlich an unsere Reserven gegangen sind. Wir haben uns verschuldet. So, das bedeutet jetzt für die Zukunft, dass man sich vor dem Hintergrund von eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten, müssen wir uns in Zukunft die Frage stellen, für was geben wir das Geld aus, was wir haben. Und dann haben wir ja auch noch Investitionen zu tätigen. Sie haben ja gestern schon von einer großen gesprochen, nämlich das Thema Digitalisierung. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass Infrastruktur adäquat bleibt. Wir müssen in die Energiewende investieren. Wir müssen auf Nachhaltigkeit schauen. Wir müssen das Thema CO2-Neutralität in den Blick nehmen. Wir müssen das Thema Klimaneutralität in den Blick nehmen. Wir müssen gleichzeitig Rahmenbedingungen schaffen, damit auch die örtliche Wirtschaft letztendlich bleibt und auch dort gute Rahmenbedingungen haben. Wir müssen dafür sorgen, dass das Bildungsniveau auf einem hohen Niveau bleibt. Wir müssen Menschen unterstützen in schwierigen Lebenssituationen. Und wir müssen dazu beitragen, dass Menschen, die hier hinkommen, auch integriert werden und für sich eine Zukunft finden. Und ich könnte es ewig weitermachen. Wir haben sehr viel zu investieren. Wer kriegt welches Geld?
Was ist die Prioritätenliste? Was ist Ihre Fokussierung? Zu welchen Themen sagen Sie Ja und zu welchen Themen sagen Sie vielleicht, wenn Sie Geld haben, und zu welchen Themen müssen Sie Nein sagen, weil Sie kein Geld mehr haben? Das hat schon auch etwas mit Verteilungskampf zu tun. Was ist dann die Argumentation dahinter? Und wie kriegen wir es tatsächlich auch so kommuniziert, dass es transparent und nachvollziehbar ist? Ein weiteres knappes Gut ist das Thema Zeit. Wir haben eine Verdopplung der Veränderungsgeschwindigkeit in den letzten Jahren erfahren. Wir machen sehr viele Untersuchungen in diesem Fragestellung. Eigentlich monatlich befragen wir Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, wie sie so die Zukunft der Arbeitswelt aussehen. Und sehr, sehr viele melden uns seit ungefähr 2,5 Jahren zurück, dass sie beobachten, dass wir in einer viel schneller werdenden Welt leben. Das hat viel damit zu tun, dass wir zum Beispiel auch sehr digital unterwegs sind oder auch virtuell miteinander arbeiten. Durch Virtualisierung haben sie eine Beschleunigung. Also mit anderen Worten, wir gehen im Moment davon aus, eine Verdopplung der Veränderungsgeschwindigkeit verglichen zu dem Status von vor 5 Jahren. Und das bedeutet in der Konsequenz, dass Sie eine Halbierung der Reaktionszeiten haben. Wenn Sie eine Verdopplung der Veränderungsgeschwindigkeit haben und eine Halbierung der Reaktionszeiten haben, dann wird Zeit zu einem knappen Gut. Ich meine, haben Sie mal ausgerechnet, was Sie zeitlich wert sind? Sie sind 365 Tage im Jahr multipliziert mit 24 Stunden, multipliziert mit der restlichen erwarteten Lebenszeit, von der Sie so glauben, die Sie noch haben. Und rechnen Sie bitte gerade mal aus, was Sie wert sind. Und wenn Sie dann das Gefühl haben, Ihnen rinnt die Zeit durch die Finger, Sie sind der Hamster im Rad, möchten Sie dann nicht selbstbestimmter mit Ihrer Zeit umgehen, souveräner mit Ihrer Zeit umgehen? Zeit wird in dieser Logik eine zweite Währung. Und im Übrigen, Sie erleben es gerade in der Diskussion um die Vier-Tage-Woche. Die Vier-Tage-Woche, dass Menschen sagen, weißt du, ich brauche einen zusätzlichen Tag für mich selbst, damit ich mal verschnaufen kann. Und gerade in diesen Krisenmodus geben Menschen so viel. Und dann irgendwann kann man auch nicht mehr. Also viele sagen, gib mir bitte eine Vier-Tage-Woche, aber es müssen nicht 10 Stunden pro Tag sein. 8 reicht aus. Das bedeutet, wir reden über eine 32-Stunden-Woche. Individuell und gesellschaftspolitisch für mich absolut nachvollziehbar. Volkswirtschaftlich und arbeitsmarktpolitisch wachsen mir graue Haare, wenn ich das höre. Das hat viel mit dem nächsten Moment zu tun, nämlich mit der Thematik des Arbeitskräftemangels, des Fachkräftemangels und des Nachwuchsmangels. Viel mit unserer demografischen Entwicklung zu tun. Stellen Sie sich bitte noch mal vor, ungefähr 25-30% Ihrer Belegschaft gehen in den nächsten 12 Jahren in Rente und es beginnt jetzt. Und diese Gruppe hier ist auf dem 4-Tage-Trip, 32 Stunden. Sie nicht. Was bedeutet das für Sie? Was bedeutet das für Grund? Wenn wir unsere Aufgaben konstant lassen, wir lassen unsere Prozesse und unsere Aufgaben konstant, das bedeutet, dass diese Belegschaft hier, die hier versammelt ist, weniger zur Verfügung hat, weniger Zeiteinheiten zur Verfügung hat, um die Aufgaben zu bewältigen. Das heißt, wenn die hier auf 32 sind, dann müssen Sie die, wenn Sie da eh schon mal da sind, seien Sie mal, machen Sie es mal mit. Oder aber die müssen produktiver werden. Und zwar müssen diese 20% als Produktivitätsgewinne haben, damit wir wieder im Gleichgewicht sind. Oder Sie teilen sich das. Die machen 10% und Sie machen 10%. Ganz ernsthaft. Ich frage mich, wo wir dann an die Sollbruchstelle von Menschen kommen. Verstehen Sie, dass, was wir hier erleben an diesem Beispiel, ist ein sogenannter Zielkonflikt. Wir haben ein Dilemma, wir haben ein Spannungsfeld und das werden Sie in den nächsten Jahren immer erleben. Wir haben ein Spannungsfeld dahingehend, wer kriegt das Geld, um bestimmte Projekte und Themen zu treiben. Das zweite Spannungsfeld ist, wie balancieren wir das eigentlich aus? Wenn Menschen sagen, ich brauche einfach mal ein bisschen Luft zum Atmen, sonst wird das echt mit Krankenständen und Fluktuationen ganz böse enden. Und gleichzeitig müssen wir das Geschäft aufrechterhalten. Und das führt uns letztendlich dazu, dass wir uns darüber Gedanken machen, über das grundlegende System zu reden. Ich glaube, wir sind an einer Stelle angesichts der limitierten Faktoren und des beständigen Wandels, dass wir nicht mehr im System selbst optimieren können, sondern dass wir darüber hinausgehen müssen, quasi nicht im System, sondern am System zu arbeiten. Ich weiß sehr wohl, dass das gerade im öffentlichen Sektor nicht immer so leicht ist, insbesondere wenn man noch den Rechnungshof im Rücken hat. Das ist mir sehr wohl klar, aber anders wird das nicht zu bewältigen sein. Und das werden auch die
die Institutionen und die Personen im System der öffentlichen Verwaltung irgendwann in den nächsten Jahren sehr klar und deutlich für sich realisieren, weil das System dann nur noch bedingt handlungsfähig sein wird. Und wir schauen uns das mal an, wenn es darum geht, das Arbeitskräftepotenzial zu sichern. Wir haben jetzt schon eine straffe Personaldecke. Die kann jetzt noch straffer werden. Also müssen wir jetzt uns überlegen, was können wir tun, um das System zu entlasten. Und Sie haben immer drei Möglichkeiten. Mehr kann ich Ihnen leider nicht zaubern. Die erste Möglichkeit ist, Erwerbspersonen zu finden. Haben Sie den Arbeitsmarkt eigentlich schon mal komplett abgedeckt? Haben Sie schon mal in jeder Ritze des Arbeitsmarktes geguckt? Vielleicht findet sich ja noch was. Dann sagen Sie, hallo. Und dann sage ich, dann gibt es halt noch eine Möglichkeit und die diskutieren wir gerade unter anderem mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was jetzt reformiert worden ist. Ich nenne das jetzt nicht Einwanderung, ich nenne das internationale Rekrutierung. Ich finde, das hat eine andere Professionalität, die dahinter steckt. Es geht um internationale Rekrutierung. Wenn wir 4,4 Millionen als Delta haben, perspektivisch, und wir würden es ausschließlich über das Thema internationale Rekrutierung bekommen, dann würden wir 4,4 Millionen Menschen quasi hier hinholen, ihnen eine Möglichkeit geben. Die kommen übrigens nicht als Single. Die kommen gewöhnlicherweise, wenn wir sie international rekrutieren, auch mit Familie, nicht selten. Da darf ich Ihnen bitte mal eine kleine Frage stellen. Also meine Professur ist eine für internationale Personalmanagement. Also ich beschäftige mich schon viele, viele Jahre mit dieser Thematik. Darf ich Sie mal fragen, wo sollen die wohnen? Vor dem Hintergrund der Immobiliensituation, die wir haben. Und wenn wir international rekrutieren, dann ist es, glaube ich, nicht angesagt, Personen in einem Container unterzubringen. Und dann ist es auch nicht angesagt, irgendwo unterzubringen, wo wir mal gerade eine offene, wo wir eine freie Wohnung haben. Irgendwo vielleicht am Waldesrand im ländlichen Raum ganz, ganz hinten. Sondern es geht auch um Integration. Es geht um ein Zuhause zu bilden. Also mit anderen Worten, was ich damit sagen will, viele von diesen Dingen, wenn Sie einen Steinchen quasi umdrehen, dann finden Sie fünf neue, aber die müssen wir schon mitdenken. Das heißt, wir müssen ganzheitlich auf diese Thematik schauen. Das Zweite, wenn Sie sagen, naja, okay, das Zweite ist, Sie könnten die Arbeitszeit erhöhen. Und jetzt sage ich genau das Gegenteil zur 4-Tage-Woche und der 32-Stunden-Woche. Eigentlich müssten wir vor diesem Hintergrund alle länger arbeiten. Wow. Ich habe das mal in einem Interview, also ich kann mich noch erinnern, vor einem halben Jahr hat der Präsident des BDI, das ist eine Arbeitgebervereinigung der Bundes-, also der deutschen Industrie, hat das vor dem Kongress, hat einen großen Artikel, hat ein Interview gegeben in einer großen Sonntagszeitung, den Shitstorm, den der arme Mann erlebt hat, den möchte ich Ihnen gar nicht erzählen. Ich war auch mal mutig und habe das vor allzu langer Zeit ebenfalls in einem Interview gesagt, allerdings habe ich das relativiert, das ist mir jetzt wichtig. Aber der Shitstorm war trotzdem groß. Aber ich meine, ich erlaube mir das jetzt einfach mal. Wenn wir eine straffe Personaldecke haben, dann müssen wir auch über vielleicht Arbeitszeiten grundsätzlich nachdenken. Und ich glaube, da geht es eher darum, individuell zu schauen. Es gibt Menschen, die brauchen einfach die 4-Tage-Woche. Und es gibt andere, die können deutlich mehr arbeiten. Lassen Sie uns bitte darauf schauen und bitte jetzt mal vorurteilsfrei und ideologiefrei und versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden. Aber mir ist sehr wohl bewusst, dass das ein extremes Spannungsfeld ist. Das Dritte, was Sie haben, das sehen Sie da mit der Produktivität. Ich meine, wenn wir eine straffe Personaldecke haben, dann ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, dass wir alle ein bisschen produktiver sind. Die Frage stellt sich für mich dann, wo habe ich meine Sollbruchstelle? Und ernsthaft, Produktivitätsdiskussionen, das ist auch immer so eine Sache. Aber Sie können zum Beispiel auf alle Fälle mal darüber nachdenken, auch in der Verwaltung, ich gucke gerade in mein eigenes Institut, sind die Prozesse wirklich gut aufeinander abgestimmt? Wie sieht das Schnittstellenmanagement aus? Machen wir Doppelarbeit? Wie viele beispielsweise Excel-Tabellen führen Sie, die eigentlich nichtssagend sind? Also gucken wir bitte doch einfach mal mit diesem Blick auch der knappen Ressourcen auf unsere Prozesse. Das nächste ist, wir werden nicht umhinkommen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, mit einer neuen Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnengruppe zusammenzuarbeiten. Und das ist Kollege Algorithmus, das ist Kollege Roboter und das ist Kollegin Künstliche Intelligenz. Diese demografische Entwicklung wird der Treiber sein der Digitalisierung hier in Deutschland für die nächsten 5 Jahre. Und das ist genau der Punkt. Also aber natürlich müssen wir erstmal dahin kommen. Aber das wird unser Treiber sein. Und das Vierte oder das Dritte, was in der Tat auf der Agenda steht bei diesem Thema, ist,
Schauen wir bitte mal auf unsere Verantwortlichkeiten, auf unsere Prozesse und vor allen Dingen auf unsere Aufgaben. Wir werden nicht umhinkommen, nach A, B oder C zu clustern. C machen Sie nicht mehr, haben Sie keine Ressourcen für. B machen Sie, wenn Sie Zeit haben und noch ein bisschen Personal. Und A machen Sie. Entrümpeln als solches. Das wird für Bürger und Bürgerinnen sicherlich schon auch ein Thema sein. Und das vor dem Hintergrund, dass wir in der Kommune parallel dazu ja noch ein politisches Thema haben. Das heißt, wir haben ja auch noch eine politische Ebene und diese politische Ebene möchte wiedergewählt werden. Und dann kommen wir um die Ecke und sagen, oh, wir müssen ausdünnen. Also Sie merken, es ist in einem Unternehmen schon komplex. Aber die Verwaltung mit ihren unterschiedlichen Ebenen hat noch mal eine zusätzliche Komplexität. Und Sie sind meine Hoffnung. Erstens, weil Sie heute hier sind. Und zweitens, ich habe das jetzt eben schon mal gesagt, als ich reingekommen bin, habe ich so richtig aufgeatmet. Normalerweise, wenn ich diese Vorträge halte, dann stehe ich vor einer sehr homogenen Gruppe. Das sind gewöhnlicherweise Personen, die jenseits der 50 oder 55 sind, die gewöhnlicherweise graues Haar haben, männlich sind und graue, blaue oder schwarze Anzüge tragen. Das ist die Babyboomer-Generation, die irgendwann verschwindet. Und ich gucke in diesen Raum und ich sehe einfach Vielfalt. Und zwar in allen Dimensionen. Und das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft. Sie haben es mit Schwarmintelligenz beschrieben. Und da komme ich gleich auch noch mal zu. Aber wir müssen noch mal zu etwas anderem kommen. Es gibt einen neuen Trend, den wir ungefähr seit 1,5 bis 2 Jahren beobachten. Und das ist der große Trend der Fairness. Ein fairer Arbeitgeber ist eigentlich ein ganz zentraler Hebel, wenn es um die Attraktivität als Arbeitgeber geht. Wann ist ein Arbeitgeber fair? Und Sie sehen, ich habe mal ein paar Sachen, was ist überhaupt Fairness? Fairness ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geben und Nehmen, um es mal ein bisschen platt zu formulieren. Und Sie sehen unterschiedliche Dinge, also beispielsweise diese Frage von Gerechtigkeit, sozialer Gerechtigkeit und Leistungsgerechtigkeit, da eine saubere Balance zu finden. Die Verteilung letztendlich auch innerhalb einer Gesellschaft, innerhalb eines Arbeitgebers ist eben auch eine Fairness von Ressourcen als solches. Dann das Thema Beteiligung, Teilhabe ist ein wesentliches Element von Fairness, was eine große Rolle spielt. Informative Fairness, Transparenz, Zugang zu Informationen spielt auch ebenfalls eine große Rolle, bis hin zu den persönlichen Werten wie Wertschätzung und respektvoller Umgang miteinander. Das sind wesentliche Pfeiler von Fairness. Und in Zukunft werden vor allen Dingen diejenigen, die auf einem Arbeitsmarkt unterwegs sind, der ein arbeitnehmender Markt ist, also mit anderen Worten, die auswählen können, und das können so ziemlich alle fast in Zukunft, werden zunehmend auf dieses Thema schauen und insbesondere die junge Generation. Stellen Sie sich vor, Sie sind 20. Ein paar von Ihnen sind ja noch gar nicht so weit weg davon. Also stellen wir uns gemeinsam mal vor, wir sind 20 Jahre alt. Die erwartete Lebensarbeitszeit sind 50 Jahre. Ganz ernsthaft, da erwarte ich von einem Arbeitgeber, dass wir ein sauberes Verhältnis zwischen Geben und Nehmen haben. Sonst schaffe ich die 50 Jahre nicht. Überlegen Sie jetzt mal aus Ihrer Perspektive heraus, was können Sie in Bezug auf Fairness bieten? Haben Sie das immer im Blick? Und das quasi gipfelt in dem sogenannten New Work Modell. Ich habe mal ein Haus mitgebracht. Es gibt viele Modelle zu New Work oder der neuen Arbeit als solches. Und jetzt überlegen Sie, was macht eigentlich in dieser Arbeitswelt, in der Veränderung ein Normalzustand, dass wir hohe Geschwindigkeiten haben, die Komplexität steigt, parallel dazu kombiniert mit knappen Ressourcen, Produktivitätssteigerungen im Blick sind, Prozessoptimierung im Blick zu nehmen sind, auf Aufgaben geschaut werden muss, gleichzeitig müssen Menschen in Bewegung bleiben, ohne die Balance zu verlieren. Wir müssen das Thema Fairness auch noch drauf projizieren, damit wir ein attraktiver Arbeitgeber sind. Wir müssen den Menschen Orientierung bieten. Wir müssen sie in Balance halten. Und wenn Sie dann auf dieses Modell schauen, des neuen Arbeitens, dann sehen Sie genau das einfach wieder gespiegelt auf einer praktischen Ebene, auf der operativen und der strategischen Ebene zur Ausrichtung eines Unternehmens, einer Institution, eines Arbeitgebers. Als allererstes braucht es ein Fundament. Wir brauchen eine gute, lebenslange, lebensphasenorientierte Aus- und Weiterbildung. Und wir sollten das mit der Guideline der Stärken- und Talentorientierung machen. Nur wenn Menschen nach ihren Stärken und Talenten eingesetzt sind, werden sie diesen Herausforderungen standhalten können. Tun wir das. Zweitens, wir werden nur Veränderungen in diesem Ausmaße heben können und gestalten können, wenn wir miteinander vernetzt sind, wenn wir die Schwarmintelligenz heben.
Das bedeutet in der Vertikalen, dass wir Führungskultur im Sinne der Partizipation brauchen, der Teilhabe. Und das überträgt sich in agilen Arbeitsmethoden, da, wo das sinnvoll erscheint. Gleichzeitig müssen Menschen wissen, wofür sie es tun. Sonst geht mir die Motivation verloren. Nur so entwickle ich Identifikation. Weiß ich, warum ich das mache? Weiß ich um meinen Beitrag in dieser Kette, der am Ende zur Zufriedenheit des Kunden, der Kundin bzw. des Bürger oder der Bürgerin ist? Zufriedenheit, aber am besten wäre Begeisterung. Das ist eigentlich die neue Währung. Begeisterung. Und das vor dem Hintergrund von knapper Ressourcen. Dann haben sie es geschafft. So. Das ist Purpose. Und dann gleichzeitig zu investieren in die Balance der Menschen. Das ist mehr als Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Da haben wir nämlich eigentlich immer nur eine Zielgruppe im Blick, nämlich die Eltern. Es geht mir um Balance. Work-Life-Balance ist ein bisschen abgedroschen. Mein Team hat übrigens das Work schon gestrichen, die reden nur noch von Life-Balance. Aber das ist zentral. Wie wollen Sie sonst, ich sage mal, in Bewegung bleiben, ohne die Balance zu verlieren? Und das Ganze spiegelt sich in Arbeitsmodellen und Arbeitsbedingungen wieder und am Ende des Tages auch im Raum. Und Raum meine ich wirklich Raum. Ich mache mir immer ein Spiegel, gehe immer gerne so, wenn ich zum ersten Mal zum Beispiel zu Ihnen komme, dann gehe ich mit diesem Bild quasi bei Ihnen durch und das Erste, was ich ja weiß, ist, ich betrete den Raum. Und dann denke ich mir, was sagt der Raum? Ja, das ist ganz spannend, ne? Also wenn man sozusagen unten hat man eine große Fläche und wir alle arbeiten agil zusammen zum Beispiel und je weiter ich nach oben komme, über die Etagen hinweg, gibt es immer wieder Büros und am Ende quasi komme ich in die Chefetage, Hausspitze, da gibt es ein großes Vorzimmer und dann gibt es eine kleine Tür und dahinter ist noch ein größeres Zimmer, von wegen agil, vernetzt, hierarchiefrei. Ne? Und das ist eigentlich der Punkt, dass da Menschen sagen, das passt nicht. Aber das ist eigentlich neues Arbeiten. Neues Arbeiten bedeutet Stärken und Talentorientierung, lebenslanges Lernen, vernetzt miteinander zu arbeiten, partizipativ Teilhabe, agile Arbeitsmodelle um zum Nutzen der Schwarmintelligenz, Sinnhaftigkeit, Transparenz, in Balance bleiben und das Ganze in den Arbeitsplätzen und Arbeitsplatzbedingungen und der Transparenz. Das ist es. Und jetzt spiegeln Sie das mal vor dem, was Sie gerade erleben. Und jetzt mache ich es mal ein bisschen, dampfe ich es mal ein. Die Attraktivität eines Arbeitgebers und einer Arbeitgeberin ist einerseits dieses Haus, aber dampfen wir es nochmal ein. Es geht darum, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die aktuellen Kompetenzen und Qualifikationen haben für das, was es zu tun gilt, heute und in Zukunft. Es geht bei der Attraktivität eines Arbeitgebers und einer Arbeitgeberin auch darum, dass die Menschen sich wohlfühlen und gesund bleiben für das, was es zu tun gilt. Und es geht darum, dass die Menschen sich identifizieren, und das ist mehr als Motivation. Identifikation mit der Arbeit, Identifikation mit dem Arbeitgeber und Identifikation mit dem Team. Oder anders ausgedrückt, brennen Sie für das, was Sie tun? Sind Sie stolz auf das, was Sie leisten in dieser Kette? Und finden Sie das Teamklima richtig super? Sie hätten jetzt dreimal nicken sollen, das wäre super. Und das ist es eigentlich. Darauf kommt es an. Diese Verortung und gerade bei straffer werdendem Personaldecken, bei unserer demografischen Herausforderung, kombiniert mit den Rahmenbedingungen, es wird immer schneller, wir müssen produktiver sein, naja, Sie kennen es schon. Wenn Sie sich das mal anschauen, dann brauchen wir jeden und jede an Bord. Und zwar nach Stärken und Talenten. Wir können uns nicht leisten, dass überhaupt noch irgendjemand auf die Idee kommt, uns zu verlassen. Das geht gar nicht. Niedrige Krankenstände, niedrige Fluktuationsraten. Und weil wir so gut sind, dass wir alle gemeinsam das nach außen tragen und anderem voll Neid auf uns schauen, wie wir arbeiten dürfen und deswegen zu uns kommen wollen. Wenn Sie das schaffen, dann haben Sie es geschafft. Mitarbeiterbindung ist extremst wichtig in dieser Welt. Und das hat übrigens, da komme ich dann nachher noch mal ganz zu, da sehen Sie noch mal unsere Währungen. Ich gucke immer voll Sorge auf die Zeit. Das ist übrigens auch Zeit ein knappes Gut, ne? Ich erlebe es hier gerade. Angemessenes Entgelt, Zeit als zweite Währung und die Sinnhaftigkeit. Und die Arbeitsorganisation, das überrascht Sie jetzt nicht, ist genau das. Es ist natürlich das agile Arbeiten dort, wo es möglich ist. Also nicht überall in einer Verwaltung ist agiles Arbeiten wirklich sinnvoll. Ich muss es jetzt mal so sagen. Also es gibt, wir kennen das, wir haben eine Linienorganisation, wir haben Routineprozesse, da macht Agilität jetzt echt keinen Sinn. Aber wenn Sie zum Beispiel die Zukunft denken wollen, suchen Sie sich andere,
stecken die Köpfe zusammen und diskutieren hierarchiefrei. Und ich verspreche es Ihnen, Sie heben Schwarmintelligenz. Es ist einfach jedes Mal aufs Neue wirklich absolut toll. Und das nun zu nutzen. Gleichzeitig werden wir da, wo es möglich ist, auch mobiler arbeiten. Wir werden nicht zurück in die Präsenzkultur gehen, aber wir werden auch nicht in der krassen Welt bleiben. Und dann sehen Sie noch das Thema flexibles Arbeiten. Und das flexible Arbeiten ist aus der Organisationstheorie heraus vor allen Dingen immer Arbeiten mit dem Ziel der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Es ist immer kombiniert mit der Vereinbarkeit zwischen betrieblichen Interessen und Individualinteressen. Es geht immer um Vereinbarkeit. Das ist Balance. Das heißt, flexibel ist nicht agil. Agiles Arbeiten machen Sie, um etwas voranzutreiben, etwas zu bewegen, eine Veränderung zu initiieren. Flexibles Arbeiten machen Sie, um in Balance zu bleiben. Und da sehen Sie, wie die Organisation wieder Bewegung und Balance versucht zusammenzubringen. Das sind die flexiblen Arbeitszeitmodelle. Und das ist dann auch, wo das notwendig ist, auch die Vier-Tage-Woche, gerade vor dem Hintergrund der Balance. Aber die Vier-Tage-Woche einzusetzen, ausschließlich, um attraktiv zu sein als Arbeitgeber für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ich sage es Ihnen ganz offen, verschärft Ihre Situation nur. Gucken Sie genau hin, wo macht das wirklich Sinn und wo kann ich wirklich Menschen einen Mehrwert bieten mit einem solchen Arbeitsmodell. Und hier sehen Sie es, ich habe Ihnen das nochmal in die Präsentation mit reingeschrieben, weil mir das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, das auch zum Thema zu machen und aus dieser Ideologie-Ecke und herauszuholen und zu sagen, wir haben hier wirklich ein Dilemma in der Zeitpolitik. Und da müssen wir uns auch mit auseinandersetzen, gerade auch wir im öffentlichen Dienst müssen uns damit auseinandersetzen. Und zum Abschluss habe ich noch mal etwas mitgebracht aus einer Studie, die ist gerade 3 Wochen alt. Wir haben nämlich auch wissen wollen, was macht Standortattraktivität aus. Und das ist für Sie ja auch ein interessantes Thema. Also die Attraktivität eines Arbeitgebers und Arbeitgeberin ist schon super. Aber was nützt es, wenn Sie Ihre Hausaufgaben super machen als Arbeitgeber und Arbeitgeberin, aber der Standort nicht so mitzieht? Aber Sie als Kommune sind auch dafür verantwortlich. Und es gibt ganz interessante Ergebnisse. Das erste ist, es gibt wir haben Young Professionals befragt, unter 35-Jährige, und wollten wissen, was ist für dich ein attraktiver Wohnort und ein attraktiver Arbeitsort? Und was wir herausgefunden haben, wir haben viel herausgefunden, aber ich habe Ihnen 2 Thesen mitgebracht. Das erste ist, der ländliche Raum ist wieder auf dem Vormarsch bei den Jüngeren. Wenn die IT-Infrastruktur stimmt und wenn die Verkehrsinfrastruktur stimmt, okay? Dann ist es absolut wieder auf dem Vormarsch. Es sind Mehrfachnennungen möglich, deswegen geht das nicht auf 100 auf. Und schauen Sie mal, wer besonders im Vormarsch ist. Es ist die Kleinstadt und es ist die Stadt unter 100.000 Einwohnern. Ganz, ganz eindeutig. Es ist ein Dreh. Vor 5 Jahren sah das Bild anders aus. Und das Zweite, was ich Ihnen mitgebracht habe, ist, aus welchen Gründen finden Sie einen Arbeitsstandort attraktiv? Ich lese es Ihnen kurz mal vor. Ganz, ganz oben ist die Verknüpfung zum Wohnort. Die meisten, die wir befragt haben, wir haben über 900 haben wir befragt, haben schon gesagt, sie würden am liebsten im Umkreis von 100 Kilometern suchen. Und Frauen übrigens im Umkreis von 20 Kilometern. Das fanden wir besonders interessant. Heimatverbundenheit taucht immer wieder auf. Familienbezug taucht auf. Und das sind meines Erachtens Corona-Effekte. Die hat es vorher so nicht gegeben. Und Sie sehen hier Sicherheit. Und damit meine ich jetzt nicht Sicherheit des Arbeitsplatzes, sondern ich meine Sicherheit am Standort. Steht ganz, ganz oben auf der Liste. Als solches Möglichkeiten des mobilen Arbeitens, auch ein wichtiger Punkt. Dann öffentliche Verkehrsmittel und etwas, was auch neu ist. Vor 5 Jahren auch nicht so gewesen. Ich will eventuell zu Fuß oder mit dem Rad. Auch hier sehen Sie Nachhaltigkeit. Also Sie merken, wie unsere Gesellschaft sich über die jüngere Ebene hinweg, über die jüngeren Menschen hinweg entwickelt, und zwar mit Riesenschritten in das Thema Nachhaltigkeit, CO2-Neutralität. Das ist unglaublich interessant, wenn Sie sich die Ergebnisse anschauen, was da für ein gesellschaftlicher Wertewandel durch die Jüngeren getrieben werden. Und das Interessante ist, dass wir Älteren, ich bin jetzt so eine Vertreterin der älteren Generation, ne? Wir Älteren stehen einfach nicht daneben, sondern springen auch auf diesen Zug auf. Mit einem gewissen Zeitverzug allerdings, muss man dazu sagen. Sie sehen aber auch, dass zum Beispiel Gastronomieangebote, Freizeitangebote, Erholungsangebote jetzt gar nicht so eine große Rolle spielt. Natur übrigens auch nicht. Das ändert sich übrigens, wenn Sie fragen, wie sieht es mit dem Wohnort aus? Dann dreht sich das logischerweise, das können Sie sich vorstellen. So, also das bedeutet, ländlicher Raum ist wieder auf dem Vormarsch. Ganz besonders kleinere Städte sind absolut angesagt, wenn IT-Infrastruktur stimmt und ÖPNV stimmt.
Und ich glaube, jetzt mache ich mal Schluss. Ich danke Ihnen.